Da, nee, wir kamen von unten hier, das ist alles Decke. Okay. Ich möchte mich hier auch mal nicht verlaufen. Ich mache mir das hier weg. Dann können wir hier mal so einen kleinen Durchgang machen. Natürlich. Ach, okay, das sah gerade so dunkel aus wie Kohle. Nee, 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 nee. Komm, das ist jetzt die letzte. Au, ah, Scheiße. Oh, voll umgeknickt, ey. Warte mal, welche das war das? Oh, au. Sieht wirklich aus, als ob das im Kreuz hat, das Männchen da oben. Hier, das, ja. Jetzt probiere ich, als zu dem Männchen hochzudrehen. Nein. Oh, ein Chat gibt's hier. Juhu. Ja. Wie kriege ich den wieder weg? C für Chat? Nee, C ist das. Wie kriege ich den? Okay, der Chat, der ist ein bisschen doof gerade. Dann mache ich erstmal hier hin. Ich glaube, dann werde ich gleich doch eine Aufnahmepause machen und erstmal probieren rauszufinden, wie ich den Chat hier wegbe. Okay, ich muss definitiv jetzt herausfinden, wie ich den Chat wegbekomme. Was habe ich denn hier gemacht? Nein, das so nicht. Nein, teleportieren möchte ich mich jetzt da weg. Juhu. Ach ja, man muss sich nur mal teleportieren wollen. Das war aber jetzt auch keine wirkliche Lösung, denke ich. So, es sind noch ein paar Sekunden, dann teleportieren wir uns heim. Ich nehme jetzt das Ding hier schon mal mit. Das hier. Nee, das ist eine Moss-Torch. Hier haben wir eine von den Kohlefackeln. Da ist die andere. Und die dritte müsste irgendwo da gewesen. Da ist sie. Die möchte ich nämlich mitnehmen. Die Moosfackeln können hier bleiben, sind mir egal. Die machen eh kaum Licht, diese Scheißdinger. Zack. 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 Und zack. So, toll. Und wenn wir dran. Ne, da unten ist auch nochmal zwei. Obsidian? War das jetzt die ganze Zeit Obsidian, was wir hier abgebaut. Gebaut haben? Es könnte der Grund sein, warum das so lange gedauert hat. Okay. Oh. Okay. Ich werde uns trotzdem jetzt mal nach Hause teleportieren. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass kein Schwein irgendwie in unserer Basis sitzt. Hier werden wir eh nie wieder herfinden. Wenn wir hier irgendwann herfinden, dann kommen natürlich auch wieder ein paar Erinnerungen hoch. Ich glaube aber nicht dran, weil ich keine Ahnung habe, wo ich lang gegangen bin. Andererseits, ich muss ja die Videos noch schneiden etc. Dann wird es mir vielleicht noch auffallen, wo ich lang gegangen bin. Ich nutze den Ladebildschirm gerade nochmal, um was zu trinken. Die Dose ist auch fast leer, scheiße. So. Und hier ist immer noch so neblig, ja? Alter, es wird ja von Dach zu Dach nebliger. Was soll das? Die Sonne steht am Zenit. Am liebsten würde ich gerade zurückgehen. Das ist doch nix. Dass es hier so neblig ist, das ist echt nix. Ja, ich bitte darum, schreibt bitte in die Kommentare, ob das einfach nur ein Wettereffekt ist mit dem Nebel oder ob das jetzt immer so neblig ist hier, weil ich möchte hier nicht im Nebel hausen, sag mal. Naja. Okay. Was wollten wir jetzt hier? Genau, ich wollte jetzt, keine Ahnung. Was wollte ich hier? Den Ofen wollte ich bauen, genau. So, der Ofen. Den haben wir hier. Dafür brauchen wir die Dinger noch. Hätten wir gleich eine Höhle schon bauen können. Ich blöder Idiot. Achso, nee. Obwohl, warte mal, wir haben ja noch diese Querstreben. So, wir haben die Dinger hier noch. Daraus können wir auf jeden Fall bauen. Hier haben wir Elderwood. Elderwood können wir dafür nehmen. Ja, machen wir hiervon mal 5. Machen wir hiervon auch 5. So, und dann können wir die Dinger schon mal rausnehmen. Das waren jetzt diese komischen Seile. Und dann können wir gleich ein Furnace bauen und ein bisschen Glas machen, erstellen, also Glas erstellen und vielleicht auch das Obsidian gleich schmelzen. Wäre richtig geil, wenn wir das schmelzen können. Dann hätte man nämlich bestimmt auch wieder neue Rezepte zum Lernen, wenn wir Obsidian besitzen. Okay, das dauert noch eine Spur. Was wollte ich mit den Dingern machen? Mit diesen. Ja. Hiermit muss ich da drauf. Eine Waffe. Eine Waffe, dafür brauche ich noch. Genau, dafür brauche ich die 3 Obsidian-Blöcke. Für eine gescheite Waffe. Ein Bett könnte ich machen. Hey, ein Bett. Warte mal, wie waren die Dinger hier nochmal? Da muss ich, glaube ich, irgendwas auf dem Ofen klatschen, um dieses Shred Leaves zu bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass ich Leaves auf dem Ofen klatschen muss dafür. Dann haben wir ein Bettchen, dann können wir vielleicht die Nacht ein bisschen rumbringen. Oh Gott, der Nebel nervt mich. Man sieht gar nichts. Ach.
Ach, Menno. Das ist doof mit dem Nebel. Hm. Im Land der tausend Nebel. Naja, komm. Wenn man den Berg hier noch abbauen will. Eigentlich ist es ja hier recht hübsch, wenn der Nebel nicht wäre. Alter. Ach Mann, das Spiel mobbt mich heute. Echt. Erst die Sache mit dem, dass wir den Charakter nicht löschen können. Das ist Mobbing, ist das, Leute. Ach Mann. Ach schön. Ach blöd. Naja, komm. So. Dann wollen wir mal gucken. Ja, nee, da unten ist aber auch nicht besser. Hier ist überall Nebel. Ich sollte mich vielleicht gleich mal dran setzen und eine Runde googeln. Google ist ja bekanntermaßen der Freund eines Gamers, irgendwie. Wobei es auch Leute gibt, die sich heute noch fragen, was Google überhaupt ist oder darstellen soll. So, an den Blättern möchte ich jetzt einfach mal beobachten, ob die auch decayen. Weil die sind nah genug dran, ne? Und dann kann ich das Ding hier mal abbauen. So. Und können wir die Zeit mal ein bisschen nutzen? Ich glaube, da hinten geht die Sonne unter. Ja, natürlich geht die Sonne da hinten unter. Die war ja eben am Zenit, also kann sie ja nur untergehen. Und dann müssen wir wieder zurück ins Häuschen. Ins Häusle. So, dann möchte ich hier mal ein bisschen hübscher machen. Was heißt hübscher? Ich möchte einfach nur den Boden einebnen, so ein bisschen. Dass die Viecher uns nicht doch noch irgendwie drüber springen. Das wäre ein bisschen ungeil. Das wäre absolut ungeil. Wenn die Viecher uns jetzt noch in die Hütte springen würden, wenn wir schon so weit sind. Wobei wir die ganze Zeit... Ja gut, wenn wir dann gleich ein Bett bauen. Ja. Dann werden wir gleich ein Bettchen bauen. Ach, wird das schön. So. Ja, das hier muss dann hinterher eh alles abgetragen werden. Ja, hier finde ich es jetzt... Hier finde ich es zum Beispiel jetzt schade, dass die Erde nicht einfach zuwächst mit Gras. Wollen wir das Gras, sagen wir die Grasblöcke. Das finde ich schade, dass das jetzt nicht einfach zuwächst. Auf der einen Seite ist es geil, weil man jetzt so richtig geile Wege so machen kann. Erdwege. Auf der anderen Seite ist es halt absolute Scheiße, weil man jetzt hier alles austauschen muss, um Gras hinzumachen. Naja, Win-Win-Situation würde ich sagen. Putz. So. Die müssten fertig sein. Die müssten fertig sein, jawohl. Das heißt, wir können jetzt unseren Ofen bauen. Wo ist der Ofen? Hier haben wir den Ofen. Zack. Crafting. So, Forge. Wo haben wir denn? Den haben wir hier. Hier haben wir nicht. Wo ist er denn? Da ist der Ofen. So. Dann wollen wir mal ein bisschen was verbrennen. Okay, Kohle können wir nutzen. Da kann ich das gleich. Ach, das Obsidian-Ohr. Scheiße. Und hier haben wir Fuels. Verschiedene. Hier haben wir Leaves. Ach, das Schwert können wir auch verbrennen. Cool, wenn wir dann ein besseres Schwert haben, können wir das verbrennen. Okay. Kohle hat also zwei Feuer. Holz hat ein Feuer. Ich weiß nur nicht, für was das darstellen soll. Ich denke aber mal, dass das einfach nur die Effektivität sein soll. Hier braucht man vier für ein so ein Ding. Hier braucht man ein für ein. Das ist in Ordnung. Boah, wir haben gerade mal 8 Kohle. Wir haben jetzt wirklich die ganze Zeit Obsidian abgebaut. Deswegen hat das wahrscheinlich auch so lang gedauert. Alter, ist das geil. Okay, komm. Bauen wir jetzt einfach mal ein. Da können wir das Schwert hier verheizen. Oh, das backt aber auch ganz schön lange. Und dann werde ich gleich, boah, die Dinger hier reinmachen. Warte mal, da braucht man einen für einen. Das ist, braucht man da wirklich einen für einen? Da braucht man zwei für einen, Alter. Das wird man einfach nur so verheizen. Ist doch scheiße. Brauchen wir 6. Ne, hier brauchen wir 8. Ja, Kohle wäre eigentlich die intelligenteste Lösung. Da bekommen wir aber auch kaum was raus. Na komm, probieren wir es einfach mal. Oder bekommen wir dann immer 2? Was bedeuten die Flammen? Bekommen wir dann 2 für einen oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, dann bekommen wir auch nur eine Kohle. Ist doch scheiße. So, wir haben wieder keine Kohle. Ich bin so blöd. Okay, hoffentlich habe ich die Kohle jetzt damit gerettet. Die nehme ich mir jetzt einfach mal. Wir haben neue Rezepte gelernt. Was, Teleporter? Ey, wir können Teleporter bauen. Wie geil ist das denn? Aber wir haben noch einen Teleporter. Warte mal. Teleporter, was? Blocks beware entering Teleporter in the same time as Pixie. Werden die dann nach Hause geportet, die Dinger, oder was? Is Pixie, you've been warned. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Tut mir leid. Da mein Englisch jetzt auch nicht so prickelnd ist, eigentlich absolute Scheiße.
Das war alles aus dem Asphalt. Können wir machen. Okay, mit Kohle. Okay. So, dann bauen wir jetzt erstmal ein ordentliches Schwert, da wir unseres gerade verheizt haben. Zack, anlegen. So eine Lampe möchte ich mal austesten. Dafür muss ich dann, denke ich mal, hier rein und... Nein. Da muss ich da rein. So, dann haben wir das doch. Mache ich Stone Slabs? War das jetzt auch für die Lampe Stone Slabs oder brauche ich dafür irgendwas anderes? Also von den anderen Steinen, die wir eben so schön ignorieren mussten? Hier haben wir den Boden, das werde ich, denke ich, am Rand langlegen oder so. Wollen wir mal gucken. Hier haben wir die nächste, die wird dann aus Eisen gemacht. Ach, das ist ja auch geil. Obsidian Rod. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade nachgucken? Ich glaube, ich bin ganz dezent neben der Spur. Was brauchen wir hierfür? Okay, Stone Rod. So, da sind die Dinger gerade fertig geworden. Ach genau, die Lampe war das. Stone Rod braucht man dafür, genau. Und Glas. Genau, Glas können wir gleich mal machen. So, Sand haben wir 13. Puh, komm, hauen wir die Dinger drauf. Hauptsache, wir können den ganzen Sand jetzt einfach mal einschmelzen. Dann können wir hier auch mal ein paar Fenster anbringen und so weiter. Dann sehen wir vielleicht mal ein bisschen was von der Welt. Und als nächstes... Genau, die werden dann ausgetauscht. Und es wird wieder dunkel. Wollen wir mal gucken, haben wir denn... Da steht ein normales Schwein rum, also ein noch normales Schwein. Und da drüben ist schon wieder so ein Pumper. Jetzt wollte ich gerade das Ding, probier's mal mit Gemütlichkeit, aber das war ja nicht Pumper, das war ja boah, Dschungelbuch, genau. Und das da wäre dann tief im Dschungel. Nee, tief im Dschungel singt nur Simba. Ach, das ist alles so lange her, ich weiß es schon gar nicht mehr. Hakuna Matata, genau das war das. Und von der Seite sieht er wirklich aus wie Pumper in Leuchtend. Auch wie er leuchtet, auch wie er läuft und der Schwanz hinten wippt. Hakuna Matata. Hm? So, was sagt denn der Ofen? Komm, da können wir schon mal ein paar nehmen. Die sollten dann definitiv reichen. Nein, hier wollte ich nicht hin. Daran muss ich mich noch gewöhnen, dass ich das Ding hier mit F öffne. Stone Rod. Stone Rod haben wir hier. Putz. Ich bin so blöd. Ja, natürlich. Stone Rod haben wir hier. Halt, so viele brauchen wir doch gar nicht. Sag mal, wie blöd bin ich denn? So, drei... Komm, vier reichen. Da die Dinger vier kosten. Vier können wir mit der Kohle, die wir noch haben, erstellen. Ich denke, das sollte wirklich dann reichen. Und dann gucken wir einfach mal weiter, wie wir das Obsidian... Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit Obsidian gesammelt und ich dachte, es wäre Kohle. Tja. Eigentlich war es doch ein guter Fortschritt, aber wir brauchen Kohle. Wir brauchen nach wie vor Kohle, allein um diesen ganzen Krempel hier auszuleuchten. Und ich hoffe, dass diese Laterne jetzt wirklich so BAM! Uns richtig schön vor die Fresse hauen, also die Helligkeit vor die Fresse hauen, weil dann mache ich nur eine hier mitten im Raum oben drüber. Boah, jetzt wurde mir gerade ein bisschen anders. Ach ja, genau, das war ja das Ding hier. Solange hier Fackeln hängen, kann ich da drüber nichts anbringen. Die Fackeln kann ich dann aber da drunter wieder anbringen. Das ist ein bisschen, naja. So, hänge ich hier gleich mal eine Fackel an dem dran. Also nicht eine Fackel, sondern mit F öffnen, Herr Lecter. So. Und dann haben wir euch und dann kann ich Lampen bauen. Lampen? Mache ich erstmal nur eine, also zwei in dem Fall. Was haben wir denn hier? Red Lamp. Oh, wir können uns ein Bordell bauen. Ist das geil, eine Gaslampe. Ach, du ahnst es nicht. Ja gut, Kohle haben wir keine mehr. Für was brauchen wir Kohle, wenn das eine Gaslampe ist? Das ist auch ein bisschen, naja, gut. Wo haben wir sie denn? Nee. Sieht sie einer von euch? Schreibt doch mal in die Kommentare, wo die Lampe ist. Alter, wo ist die Lampe? Nein, das sind die Glasblöcke. Da sind sie. Wood Burning Lamp. Okay, das ist sie. Die nehmen wir jetzt einfach mal. Können wir die jetzt einfach hier drunter? Ja, natürlich, weil ich blöd bin. Boah, Alter. Ein bisschen groß, würde ich sagen, dieser Klotz. Und die Power reicht nicht aus, weil unser Ding schon wieder kaputt ist. Gut, dann lassen wir die erstmal da hängen. Aber sie ist auf jeden Fall schon mal schön hell. Was uns zum Vorteil ist, oder uns zum Vorteil geht. Okay, das Schwein da verwandelt sich auch gar nicht. Dann spawnen diese anderen Schweine. Ich dachte immer, die verwandeln sich.
Ach, guck mal, wie schön der Block leuchtet. Dann werde ich den Block, denke ich, austauschen und da eine Lampe hinmachen. Ja, Mining Cell brauchen wir jetzt natürlich noch. Können wir die wieder bauen? Jawohl, die können wir noch bauen. Das ist easy, die können wir bauen. Hoffentlich können wir damit auch abbauen. Jawohl. Ja, so kann man es lassen. Ich denke mal, so kann man es erst mal lassen. Sieht zwar ein bisschen doof aus, wenn man von der Seite guckt, aber naja, besser als nichts. Und solange wir da in die Blöcke nicht reingucken, also solange man nicht sieht, dass die Blöcke eigentlich hohl sind, ist alles in Ordnung. Gut, dann bauen wir das hier noch ab. Genau, die Leaves, die wollte ich nochmal auf den Grill schmeißen. Leaves. Boah, kommen hier nämlich die 27 und... Ach nee, warte mal kurz. Hier brauche ich die Leaves, genau. Und dann kriege ich Shaved Leaves, genau. Oh, kriegt man sogar einiges an Shaved. Ja, ich bin nur so blöd, Alter. Das Ding ist eine Säge und ich denke, Shaved Leaves wären verbrannte Blätter. Ah. Hm. Komm einer her und schlag mich. Gib mir Tiernamen. Hm. Okay. Ich glaube, ich sollte definitiv mir ein anderes Hobby zulegen. So. Na komm, geh auf. Geh auf, du Sau. So, dann... Okay, Woodrot fehlt noch. Dann werden wir nochmal Woodrot erstellen. Ist ja nicht so, als ob wir das schon die ganze Zeit hier machen. Achso, als ob wir nicht die ganze Zeit schon so einen Käse hier machen. Nein, müssen wir alles nochmal neu erstellen, weil ich so blöde bin. Macht aber nichts. Also ich hoffe, dass das nichts macht. So. Da wollte ich drauf, genau. Dann können wir jetzt das Bett bauen. So. Dann nehmen wir hier mal ein bisschen was von dem Boden weg. Und werden den gleich schon mal gegen Steinboden ersetzen. Wie sieht's denn hiermit aus? Wo ist dieser Deko-Boden, den wir haben? Den wir neu gelernt haben? Da ist er. Oh, kriegen wir gleich 8 Stück raus. Super, machen wir gleich 2. So. Und können wir nämlich zum Beispiel so habe ich mir das... Naja, so in der Art habe ich mir das eigentlich nicht gedacht. Da muss ich ja nochmal gucken, dass ich normalen Floor finde. Und wo ist dieser Deko-Floor jetzt hin? Habe ich den schon unten in der Leiste? Nein. Also die Übersicht ist ein bisschen... Könnte ich mir besser vorstellen, die Übersicht. Naja, komm. Ja, doch, vielleicht. Vielleicht wird das sowas, wie ich es mir erhoffe. Dann werde ich das Bett nämlich einversetzt stellen. Oder so mitten im Raum oder sowas. Was ist, wenn ich das Ding jetzt abbaue? Super, die Tür bleibt drinnen. Nicht wie bei Minecraft, dass die Tür dann auf einmal weg ist. Ja, hier müssen wir jetzt 2 Blöcke abbauen, da ich, na, hier drunter bauen möchte halt. Ich möchte gerade erstmal nur den Rand legen. Aber ich denke, das habt ihr schon gesehen, dass ich das vorhabe. So. Arschkarte, wa? Jetzt können wir hier den Rest nochmal auffüllen. So. So, dann haben... Nein, du bleibst da stehen, Freundchen. Ja, so geil ist es jetzt nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, aber besser als nur so. Okay. Dann werden wir jetzt mal das Bettchen hinstellen und sagen, gutes Nächtle, wa? Wahrscheinlich ist bis dahin draußen schon wieder hell. Ach, nicht nur wahrscheinlich. Sekunde. Wo ist denn der Mond? Ich sehe... Der müsste da hinten sein, wenn es langsam hell wird, oder? Eine Uhrzeitangabe wäre nicht schlecht. Okay, komm. Wir legen uns jetzt einfach pufen und gut ist. Hoffentlich kommen keine Viecher rein, so ganz ohne Dach. Wie bei Minecraft, dass auf einmal so ein Viech hinter mir steht. Juhu! Was? Nee, oder? Moment. Blocks. Every German was kind. Sag nicht, das ist ein scheiß Deko-Objekt. Alter. Ja, komm. Ich glaube, ich gehe da vorne einfach mal ertrinken und gut ist.
Nein. Nein. Komm schon. So. Ich sag dazu jetzt gar nichts mehr. Ich nehme jetzt das Leben und beende die Aufnahme. Blub, blub. Was? Der schwimmt von alleine wieder hoch. Okay. Hui, da brennen die Nachbarn. Da brennt ein Schwein. Da brennt ein Schwein. Toll. Und es ist totgebrannt, bevor ich da bin. Ist doch auch scheiße. Wie sieht's denn mit dir aus? Wie viele Schläge hältst du denn mit diesen Schwertchen hier aus, hm? Hui, drei Schläge. Cooles Schwein. Da hinten brennt noch eins. Da haben wir gleich wieder ein bisschen was zu fratzen. Das ist auch toll. Aber vorher werde ich dieses Schwein dann nochmal auseinandernehmen. Dann können wir uns gleich eine Mütze bauen. Weil die fehlt uns ja noch. Ach, zwei hält es nur aus. Der dritte Schlag geht eigentlich ins Leere. Wenn man es genau nimmt. Ach, es ist cool. Das Schwertchen hier gefällt mir schon. Aber was ich vorhin noch für Gegner gesehen habe in der Testaufnahme. Da bin ich nämlich auch in eine Höhle reingerannt. Und die Gegner, die ich da gesehen habe. Uff. Waren doch schon ein bisschen pervers. Also zumindest wie sie aussahen. So, die Pilze hier nehme ich mal mit. Und dann... Nein, hier bin ich absolut falsch. Hier kann ich nicht hin.